Ich würde mal sagen, das heutige Newsvideo bietet wohl die besten Themen des bisherigen Jahres. Das ist zumindest meine Meinung. Hallo Freunde der besten News und willkommen zu einem weiteren Newsvideo. Und ich muss zugeben, ich war richtig nervös vor dem heutigen Newsvideo, denn meistens gibt es ja zumindest ein interessantes Hauptthema, aber heute haben wir gleich zwei. Und eines der Themen gehört wohl ja zu den größten und unglücklichsten Leaks der ganzen Hardware-Geschichte. Schlecht für den Hersteller und natürlich gut für uns. Und ihr merkt schon, ich mache ein großes Geheimnis um diese Themen, wobei alle, die mein Thumbnail und den Videotitel gesehen haben, dem Geheimnis durchaus schnell auf die Schliche kommen könnten. Bevor es aber zu den großen Themen dieses Videos geht, kommen wir erstmal zur Intel. Ja klar, für Intel war es sicherlich das große Thema überhaupt, für uns Gamer aber eher nebensächlich. Denn so traurig es auch ist, gestern gab Intel auf der Intel Innovation leider keine Infos zur 14. CPU-Generation heraus, sondern konzentrierte sich ganz klar auf Meteor Lake, was ja indirekt auch eine 14. CPU-Generation ist. Da Meteor Lake jetzt aber trotzdem relativ spannend ist und sicherlich eine schöne Vorschau auf die nächsten Desktop-CPUs ist, gucken wir uns das Thema jetzt hier zumindest noch im Kleinen mal an. Denn es ist nun klar, zumindest vorerst wird es die neue Meteor Lake Architektur von Intel nur für mobile Geräte, also natürlich wie Laptops, geben. Das liegt jetzt wohl daran, weil Meteor Lake wohl erstmal ein Testballon ist und für den Desktop noch nicht genug Leistung auffahren kann. Denn hier ist wirklich alles neu. Und erstmal nutzt auch Intel nun ganz offiziell ein Chiplet-Design, wenn auch mit einem etwas anderen Konzept als AMD Zen. Denn hier geht es jetzt nicht um mehrere CPU-Dies, hier wird nämlich quasi jede Aufgabe an eines Die spendiert. Also ein SoC-Teil mit zwei I-Kernen, Speicherinterface etc. Theoretisch kann das sogar alleine laufen. Ein CPU-Teil mit maximal 6 P-Kernen und 8 E-Kernen, mehr geht wohl aktuell nicht. Und dann der durchaus gewaltige GPU-Teil mit Intel Arc-Technik und ganzen 1024 FP32-Einheiten, was natürlich schon für eine ordentliche Spieleleistung sorgen sollte. Zum Schluss noch der I/O-Teil und ein Interposer als Träger für alle Teils. Also viel Geld spart das Ganze auf jeden Fall, da jedes Die in einem anderen Werk mit einer anderen Fertigung hergestellt werden kann und zum Teil natürlich auch wird. Denn Intel fertigt alles, bis auf den CPU-Teil und den Interposer bei TSMC in N5 und N6. Warum nun kein Desktop? Na, weil Meteor Lake kaum mehr Leistung bringt als bisher. Es soll nämlich nur magere 4-6% mehr IPC-Leistung geben. Am Ende ist Meteor Lake halt auch für den mobilen Einsatz gedacht und legt damit natürlich viel Wert auf Effizienz und günstige Fertigung. Wie sich das in der Praxis zeigt, hat Intel leider noch nicht gezeigt, denn erst am 14. Dezember soll es dann soweit sein. Wobei wir wissen, dass das in der Regel natürlich noch deutlich länger dauern kann. Und bevor wir nun mit den CPU-Verkaufszahlen weitermachen, muss ich mal wieder etwas Geld für meinen ja ausufernden Lebensstil in meiner kleinen Mietwohnung verdienen. Darf ich vorstellen, mein Lieblings-Keystore VIP SCD Key. Es soll Zuschauer geben, die meinen Dauersponsor und Lieblings-Keystore VIP SCD Key noch nicht kennen. Das wollen wir aber schnellstmöglich ändern. Denn bei VIP SCD Key bekommst du neben Keys für PC-Games auch massenweise an Software. So natürlich auch die beliebten Bestseller. Der eine ist natürlich Microsofts Windows 10 Pro, das ihr übrigens weiterhin kostenlos auf Windows 11 upgraden könnt. Oder ihr nutzt einfach direkt den Key zur Windows 11 Installation. Schlanke 19,48 Euro werden fällig, aber mit dem Rabattcode SKMonty10Pro gibt es nicht 10, sondern unglaubliche 25% Rabatt und euer Windows 10 Pro kostet nur noch 14,61 Euro. Das gleiche machen wir mit Office 2019 Professional Plus. Aus 58,59 Euro werden so kurzerhand sparsame 43,94 Euro. Günstiger geht das fast nirgends. Ja, und dann klickt ihr auf Bestellung absenden, wählt möglichst PayPal als Zahlung aus und in wenigen Minuten habt ihr euren Key und könnt ihn direkt aktivieren. Einfacher geht's nicht. Die Links findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Nun viel Spaß mit VIP SCD Key. Etwas verspätet kommen nun noch die CPU-Verkaufszahlen von Mindfactory aus der letzten 37. Kalenderwoche, die unser Tech Epiphany mal wieder für uns zusammengetragen hat. Und ja, hier hat sich durchaus wieder etwas getan. Und Intel sollte sich vielleicht auch mal etwas auf diesen Bereich konzentrieren. Aktuell stinkt Intel nämlich richtig ab. Was sicherlich auch an der bevorstehenden 14. Generation liegt. Trotzdem, nur noch 17% Anteil ist ein Witz. AMD schiebt hier mit stolzen 83% richtig voran und hat bei Mindfactory mal eben 4210 CPUs in nur einer Woche verkauft.
Weiterhin die Mehrheit für den alten Sockel AM4 übrigens mit 2360 Stück. Intel ist mittlerweile weit entfernt von 1000 CPUs und hat hier eigentlich kaum noch eine Bedeutung. Dabei muss man aber fair bleiben, aus Preis-Leistungssicht ist auch die 13. Generation von Intel durchaus noch ziemlich interessant. Man mag nun meinen, dass AMDs Ryzen 7800X3D weiter den ersten Platz anführt, den musste er nun aber an den 5800X3D abgeben. Kein Wunder, ist dieser doch massiv günstiger und aus Preis-Leistungssicht wohl die aktuell beste Gaming-CPU. Aus diesem Grund wandert der 5800X3D übrigens auch wieder in den nächsten Das Monty-PC und darf sich mit der Radeon RX 7800XT rumschlagen. Was haltet ihr jetzt eigentlich so von diesem Duo? Ab damit mal in die Kommentare. Aber nur knapp dahinter mit lediglich 20 weniger verkauften Einheiten, dann aber doch der 7800X3D. Nochmal einen Tacken schneller, leider aber auch 100 Euro teurer. Ja, und hier muss natürlich auch noch die teure AM5-Plattform ran. Trotz Intels Rückstand holt aber der 13700K immer weiter auf und hat sich nun auf den 6. Platz vorgeschlichen mit 210 Stück. Wieso nun der 13700K so beliebt ist, kann ich mir gar nicht erklären. Fährt Intel oder Mindfactory irgendeine Aktion, von der ich aktuell nichts weiß? Ansonsten aber AMD ohne Ende. Was etwas wundert, ist übrigens der enorme Rückstand des 7950X3D, der aktuell schnellsten Gaming-CPU der Welt. Hier schreckt wohl der hohe Preis und die teilweisen Probleme mit der Kernzuweisung etwas ab, denn hier und da ist dieser dann doch wieder langsamer als ein 7800X3D. Allgemein muss Intel hier mit der 14. Generation aber einiges auffahren, um im Do-it-yourself-Bereich wieder aufholen zu können. AMD ist ja eigentlich schon komplett außer Sichtweite. So, endlich kommen wir zu einer der beiden wichtigsten News dieses Videos. Und auch wenn es ja noch extrem früh ist, ja, gibt es in letzter Zeit überraschend viele RTX 5000 News. Wobei Nvidia ja relativ bekannt dafür ist, wohl nicht ganz so dicht zu halten. Was auch, glaube ich, wie ich finde, eine gute Idee ist. So bleibt man halt immer im Gespräch und bekommt natürlich auch viele kostenlose Werbung. Falls das natürlich halt jetzt so gewollt ist. Nach einigen Infos zu den RTX 5000 Bezeichnungen einzelner Karten, einem MCM-Design im letzten Video, gibt es nun tatsächlich erste umfangreiche Leistungsangaben zu einer möglichen RTX 5090. Ich möchte diesen Beitrag hier aber trotzdem natürlich als Gerücht kennzeichnen. Denn ob das, was Panzerlied im Chipel-Forum hier schreibt, am Ende wirklich stimmt, ja, das weiß natürlich noch niemand. Trotzdem sehr spannend das Ganze, schon allein weil auf Panzerlied in der Regel schon Verlass ist. So gibt es hier Prozentangaben zur Mehrleistung im Vergleich zur RTX 4090. Ganz klar schreibt er noch hier im Thread, dass er die 4090 meint und nicht den AD102 Vollausbau, der möglicherweise auf einer RTX 4090 Ti zum Tragen kommt. Das Ganze hier ist übrigens maschinell übersetzt, daher jetzt nicht über die Formulierung wundern. Mit 50% mehr Skalierung werden dann wohl die Shader-Klasse gemeint sein, womit dann entsprechend die CUDA-Kerne auch um 50% steigen müssten. Falls Nvidia halt nicht so stark an der Architektur schraubt, dass man das halt nicht mehr entsprechend umrechnen kann. Hier dürften dann am Ende aber knapp 24.000 CUDA-Kerne herauskommen. Aktuell sind es nämlich knapp 16.000 bei der RTX 4090. Wobei man aber immer bedenken muss, dass Nvidia mit der Anzahl hier natürlich ein bisschen trickst. Physisch sind nämlich deutlich weniger vorhanden. Dass die Speicherbandbreite deutlich, also um 52% steigen wird, ja, ist eigentlich schon lange klar, denn der neue GDDR7 Speicher allein schafft das ja schon ohne breiteres Speicherinterface. Wobei hier immer wieder von 512 Bit gemunkelt wird, ja, und theoretisch wären so mit GDDR7 Speicher dann stolze 2048 GB die Sekunde möglich, also sogar doppelt so viel wie bei der 4090. Und da gehe ich jetzt aber natürlich nicht von aus, denn auch Nvidia macht es so wie AMD, ja, und kam ja schon bei RTX 4000 im Schnitt mit schmaleren Speicherinterfaces daher, die dann halt in der Regel durch mehr Cache entsprechend ersetzt werden. Dadurch gab es aber leider einiges an Unmut bei den Usern, die Bezeichnung der Grafikkarten nur auf ihr Speicherinterface reduzierten, was natürlich kompletter Quatsch ist. Wenn man mit dem Cache jetzt auch so vorgehen müsste, dann sähe die Rechnung halt ja natürlich genau andersherum aus. Also Leute, beruhigt euch bitte auch beim Thema schmaleres Speicherinterface, solange es halt Massen an mehr Cache gibt. Denn auch der L2-Cache soll um gigantische 78% ansteigen, was aber auch immer heißt, dass der Platz auf dem Die halt nicht für andere Dinge zur Verfügung steht. Durch eine neue Fertigung gibt es natürlich auch wieder etwas mehr Takt, allerdings nicht so gewaltig viel mehr wie bei RTX 4000. Knapp 15% mehr wurden hier nämlich vermutet. Was dann aber schon offiziell die knapp 3 GHz bedeuten könnte, die ja durch Overclocking auch heute schon locker bei RTX 4000 möglich sind.
Und nun kommen wir natürlich zum Spannendsten. Wie viel schneller soll die mögliche RTX 5090 denn dann eigentlich werden? Die 1,7-fache Leistung der 4090 wird hier genannt, also knapp 70% schneller. Das ist deutlich konservativer als die vorab gerüchtete zu 4090, die teils vom 2,5-fachen der 3090 sprachen. Wobei man natürlich ehrlich sein muss, eigentlich hätte man mit der gigantischen Leistung der 4090 sowieso nicht gerechnet. 1,7-fach klingt aber natürlich trotzdem gigantisch in Zeiten, in denen eine RTX 4060 kaum schneller ist als ihr Vorgänger. Einzig die High-End-Karten konnten halt deutlich mehr Leistung bieten. Und das könnte natürlich auch bei der RTX 5000-Generation so eintreffen. Zur eigentlichen Blackwell-Architektur gab es übrigens kaum neue Infos, denn hier ist noch gar nicht klar, wie Nvidia die eigentliche GPU in Sachen SMs und so weiter aufstellen wird. Denn auch das ist natürlich nicht unwichtig für das Endergebnis. Und das Ganze Besprochene haben nun sehr gut die Kollegen von Videocards in dieser wunderbaren Tabelle hier zusammengefasst, im Vergleich natürlich zur RTX 4090. Aber wie ja auch gut zu sehen ist, Geduld du haben musst, junger Hardware-Enthusiast. Erst Anfang 2025 soll es nämlich soweit sein. Bis dahin fließt noch sehr viel Wärmeleitpaste den Threadripper hinunter. Und das dickste Ding dieses Videos kommt nun mit einem Leak, den es so eigentlich unter keinen Umständen hätte geben dürfen. Denn bekannt ist ja, dass der Riese Microsoft Activision Blizzard übernehmen will. Hierzu sind aber schon seit langem viele Prozesse der FTC in der ganzen Übernahmeschlacht aktiv. Und die Behörden scheinen es nicht ganz so ernst mit extrem vertraulichen Informationen in diesen Prozessen zu nehmen. So gab es nämlich schon diverse Leaks. Aber was jetzt ans Tageslicht gekommen ist, das lässt an der Seriosität entsprechender Behörden einfach nur noch zweifeln. Denn nun sind nahezu alle Pläne zu weiteren Xbox-Konsolen von Microsoft der nächsten Jahre geleakt, inklusive der Next-Gen-Xbox. Ein Leak von gigantischem Ausmaß, der so einfach nicht passieren darf. Denn ein ganzer Haufen an Folien und Informationen sind nun geleakt, auf die ich nun natürlich näher eingehen werde. Anfangen wollen wir erstmal klein mit einem Update der Xbox Series S. Das eigentlich ja natürlich auch mehr als nötig ist, aber mehr Power wird die Konsole leider nicht erhalten. Der Codename ist übrigens Elwood. Das Design bleibt nahezu identisch, aber es gibt besseres WLAN und Bluetooth und die neue S soll auch sparsamer mit kleinerem Netzteil daherkommen, was natürlich dem neuen Fertigungsprozess der SoCs zu verdanken ist. Und das wohl interessanteste, einen neuen Controller mit dem Namen Sybil. Rein optisch macht das Schwarz-Weiß schon mal einen ganz guten Eindruck. Dieser soll dann auch die neuen Wireless-Funktionen nutzen können, ein besseres haptisches Feedback bieten, leisere Button und Sticks bieten und wohl gut reparierbar mit modularen Komponenten sein, was ich auf jeden Fall ziemlich klasse finde. Aber natürlich wird auch die Xbox Series X eine neuere Version bekommen und soll sich auch optisch deutlich ändern. Codename Brooklyn. Diese soll im Oktober 2024 auf den Markt kommen und auch einen mit 6 Nanometer gefertigten kleineren SoC bekommen. Ebenso natürlich auch hier besseres WLAN und Bluetooth bieten. Und wie ihr hier ganz gut seht, wird die neue X dann auch runder werden. Auch hier gibt es dann natürlich weniger Verbrauch und ein kleineres Netzteil und wohl standardmäßig dann endlich 2 Terabyte Speicher, was auch sehr, sehr dringend nötig ist. Und das zum gleichen Preis wie bisher. Ach ja, und wir erwarten natürlich ohne Laufwerk. Und ja, eine Sache vermissen jetzt natürlich viele, nämlich natürlich mehr Leistung. Und ja, es sieht so aus, dass es keine stärkere Xbox Series X geben wird. Die neuere Version wird nämlich nicht mehr Leistung bieten. Die für viele aber wohl interessanteste Info ist aber die zur Next-Gen-Xbox, die dann 2028 erscheinen soll. Besonders die CPU steht hier natürlich im Mittelpunkt, denn es ist wohl noch nicht ganz entschieden, ob eine Zen 6 CPU von AMD oder gar auf eine ARM 64 CPU gesetzt wird. Fakt ist aber jetzt schon, eine Hybrid-CPU wird kommen und mit halt entsprechend großen und kleinen Kernen. Am interessantesten ist aber natürlich die Grafikpower, die wohl wieder AMD mit Adreno 5 bereitstellen wird. Wobei das Thema durchaus mit ARM 64 kollidieren könnte, Adreno 5 könnte natürlich dann auch einfach nur lizenziert werden. Neu soll hingegen aber auch eine sogenannte NPU sein, eine Neural Processing Unit, die einen Machine Learning Prozessor bereitstellt, der halt für diverse Anwendungen genutzt werden kann. Was man jetzt übrigens unter Next-Gen DX Raytracing versteht, muss jeder für sich selbst wissen. Klar ist, Raytracing sollte natürlich schneller werden und besser werden und auch innerhalb der DirectX bis 2028 deutlich verbessert werden. Ja, und auch das Thema AI bzw. künstliche Intelligenz muss hier natürlich noch irgendwie mit rein.
Zu guter Letzt sollte auch noch ein entschlacktes Thin-Betriebssystem seinen Dienst in der neuen Xbox verrichten, das dann aber auf vielen Plattformen aktiv sein könnte. Ein Grund mit ist sicherlich die Einbeziehung der Cloud in das neue Xbox-System. Hier scheint ein Hybrid aus stationärer Konsole und Cloud geplant zu sein, um halt entsprechend auch die Leistung zu erhöhen. Hier geht es also wohl nicht nur um reines Cloud-Gaming. Auch entsprechende Hardware wie Cloud-Konsolen und Handhelds soll es dann geben, also wie ihr seht, ein ganzes Ökosystem halt. Ob das jetzt aber eine richtig gute Idee ist, denn Cloud-Gaming an sich ist ja schon ein fast toxischer Begriff in der Gaming-Community und sorgt natürlich jetzt schon für besorgte Gesichter. Und dass das Thema ein großes Problem ist, zeigt ja auch das Aus von Google Stadia. Aber mit einer Verschmelzung von Cloud und stationärer Hardware könnte es vielleicht sogar revolutionär werden. Aber trotzdem bin ich vorsichtig, warten wir das Ganze erstmal ab. So viel zu diesem absoluten Mega-Leak. Leider fehlen natürlich noch komplette Leistungsangaben zur neuen Xbox. Ich denke aber, das ist ja wohl erstmal mehr als genug. Bedenkt aber, einige Folien sind schon etwas älter und Microsoft könnte die Pläne natürlich noch komplett geändert haben. Sicher ist auch hier also noch nichts. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und ja, ich freue mich, dass das Thema kabellose PCs auf immer mehr Interesse bei den Herstellern stößt. Denn ich mag eine cleane PC-Optik einfach unheimlich gern. Aktuell kann man sich aber noch ganz gut mit schicken Kabelmods behelfen. Und genau das sagte ich auch schon im letzten News-Video, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Kabelmods? Ist doch völlig Wumpe, wie die Kabel in der Kiste hängen, solange sie den Luftstrom nicht negativ beeinflussen. Früher war die Kiste mit einem Flachband-Kabelsalat gefüllt und das war auch völlig egal. Tja, Nikioko, der eine mag es so und der andere halt so. An sich hast du die deutlich entspanntere Sichtweise. Aber lass mich raten, du hast dafür nicht mal ansatzweise so viel Spaß, einen PC zusammenzubauen. Denn besonders das Kabelmanagement lässt einen am Ende doch einfach nur grinsend in den neuen PC gucken. Sofern man natürlich ein Glasfenster hat. Falls dem nicht so ist, okay, dann ist es natürlich völlig egal. So geht es mir übrigens zum Beispiel beim Kabelmanagement hinter Mainboard. Wie das aussieht, ist mir völlig egal. Da herrscht bei mir zum Beispiel einfach wirklich schlimmstes Chaos. Aber ich selbst finde es super, dass PCs nicht mehr so aussehen wie damals halt. Ich fragte mich nämlich damals schon immer, ob das nicht irgendwie dann doch schöner geht. Leider dauert das aber alles immer viel zu lange und ich will am liebsten heute statt morgen kabellose Grafikkarten und auch am liebsten Mainboards mit seitlichen Stromanschlüssen haben. Und zwar als Standard. Und dass mit der letzten Umfrage auch einiges an Kritik auf meinen Kanal angekommen ist, war klar und übrigens auch genau so gewollt. Denn ich mag sachliche Kritik und nehme sie mir in der Regel natürlich auch zu Herzen. Allerdings bekomme ich schon leichten Ausschlag, wenn ich lese, dass ich doch immer um so viele Abos betteln würde. Denn auf das Thema Abos gehe ich nahezu immer erst zum Schluss meiner Videos ein und verpacke das auch in der Regel auch immer in irgendeinem ganz lustigen Spruch. Also Bettelei, ne? Das sieht wirklich ganz anders aus. Und die Umfrage, die für solche Kommentare sorgte, war diese hier. Falls du diesen Kanal nicht abonniert hast, warum eigentlich nicht? Wobei es nur 82 Kommentare gab, ich hätte durchaus gerne ein paar mehr gesehen. 10% abonnieren grundsätzlich nie, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, denn von tollen Kanälen bekommt man dann halt null Infos wegen neuer Videos. Beim nächsten Punkt habe ich aber mit viel mehr gerechnet, wobei das mit den Prozenten, die abonniert haben, natürlich deutlich weniger aussieht. Aber ja, das ist der große Punkt. Viele Zuschauer interessieren viele Dinge einfach nicht. Und das kann ich natürlich auch vollkommen nachvollziehen. 13% haben übrigens genauso abgestimmt. 2% haben bisher einfach gar nicht dran gedacht. Leute, das geht gar nicht. Ich bettel doch immer so viel um Abos, das könnt ihr doch gar nicht übersehen haben. Naja, und 3% haben schlicht andere Gründe. Daher sind die Gründe Bettelei und zu viel Werbung wohl nicht unbedingt der entscheidende Punkt. Denn auch die Werbung, die muss einfach sein. Ohne Werbeeinnahmen würde es diesen Kanal und auch 99% aller anderen YouTube-Kanäle schlicht gar nicht geben. Mit Werbung müsst ihr einfach leben. Und auch bei den Placements, da gebe ich mir doch eigentlich immer relativ viel Mühe, oder nicht? Daher, egal wie viel Kritik ihr gegen Werbung habt, das ist das Ding, was sich nicht ändern wird. Damit müsst ihr einfach leben. Ach ja, und 73% haben natürlich abonniert. So ist es natürlich richtig. Am Ende ist aber sowieso nur entscheidend, wie viele zugucken. Denn was bringen einem schon tote Abos?
nix. Ja, und normal kommt ja jetzt mein Spruch zum Abonnieren und Liken. Da ich das aber laut einigen Zuschauern schon 10 oder 20 Mal in diesem Video gemacht habe, halte ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen zurück. Ja, dann werdet ihr halt nicht schöner, denn viele vergessen halt, dass Liken und Abonnieren schön macht. Ach, ich liebe solche Kommentare einfach. Ja, und wir sehen uns dann natürlich am Freitag zum Wochenende wieder, pünktlich um 17 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.